Cesado, ich helfe Ihnen. Jetzt bin ich dran. Okay, Mann. Pack mal die zwei. Aber sicher doch, der Herr. Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Wir müssen die imperialen Truppen aufhalten, bevor sie uns hier Schaden zufügen und wir dann Stress bekommen. Und hier gibt es auch schon den ersten Fight mit Terra Valus und Zazu. Die kriegen wir locker klein. Bist du bereit, Kleiner? Zazu, Zazu! Okay, Auto am Brust. Sehr gut, Valus. Nimm das! Hä, hey, der Junge ist echt gut. Sasu ist gut! Sasu ist gut! Natürlich, Sasu! Ja. Es werden immer mehr. Ich komme von der anderen Seite. Ich komme von der anderen Seite. Okay, ja, tu das. Bioblaster. Mal gucken, was mein Furzo ausrichten kann. Oh nein, sorry, Bro. Oh ne, der wurde nicht getroffen, sehr gut. Okay. So, gleich mal hier im Weg stehen. Okay, Jungs, pass auf. Magie, Vita. Und Rage. Und Gadgets. Bioblaster. Sehr gut. Vita für Valus. Danke, Terra. Und los geht's. Perfekt. So muss es laufen. So nicht anders. Okay, Lady, bist du bereit? Aber natürlich. So bereit wie noch nie. Okay, zeig mal, was du kannst. Ich zeig dir auch mal, was ich kann. Voll die coolen Attacken, Mann. Eismagie. Oh Mann, das geht mir auch völlig in die Hose. Oh nein, was wollen die von mir? Halt dich lieber, Mann. Ich übernehme mal. Okay, danke, Sado. Kein Problem. Oh Mann, was ist los? Oh, da habe ich aber schlecht eingeteilt, du. Faustwirbel jetzt. Ich glaube, ab sofort schaue ich immer auf meinen Controller, ohne blind irgendwie zu agieren. Das ist nämlich klüger. Dann weiß ich auch, dass es auf jeden Fall funktionieren wird. Zumindest das, was ich mir vorstelle. Okay, jetzt nochmal Angriff und dann haben wir's. Ja, hol halt aus, Idiot. Ich glaube, notfalls wechseln wir mal die Kollegen. Alois. Sollte auch mal langsam runterkommen. Doch, sicher ist sicher. Und Blitze. So, mal gucken, ob er jetzt diesen Geowurf macht. Nein, macht er nicht. Das war die einzige Option für mich, oder die einzige, wie soll ich sagen, der einzige Grund für mich, genau, mit der Tastatur zu spielen. Nämlich, damit ich mit Sado die Angriffe richtig ausführen kann. Oh Mann, ey. Ich brauch schnell Potion, sonst bin ich weg. Okay, wieder fit. Und Eiszeit. Oh Mann, ey. Die haben es echt faustdick hinter den Ohren, Mann. Faustwirbel. Ey, warum kriege ich das nicht hin? Scheiß Controller. Weil ich muss es immer mit dem Digipad machen, da ist es ein bisschen blöder. Weil
Ich muss mit dem Analogstick geht es nicht, weil. Also mit dem Steuerkreuz meine ich, weil ich. Weil er das nicht registriert, weil wenn ich nach links drücke, ist halt so ein Billig-Gamepad. Dann checkt er automatisch auch nach oben oder unten. Also der registriert halt beides an der Stelle. Deswegen. Greife es mal normal an, damit ich wenigstens einen weg habe. Aber er hat es überlebt. Nicht schlecht. So, gleich mal hier wieder. Sado, wir schaffen das schon, auch wenn wir gerade etwas Schwierigkeiten haben. Aber sicher doch, Mann. So, das war's auch dann schon. Prima. Okay, ich komme. Keine Sorge, ich werde euch helfen. Oh, sehr gut. Da kommt jetzt jemand zur Hilfe. Ja, dieser Alois heißt er doch, ne? Ich glaube schon, so war sein Name. Ach, dein Bioblast ist einfach herzhaft. Oh, danke, Terra. Sir Sado, ich komme Ihnen zu Hilfe. Okay, Mann, Blitz, Dag. Diesmal muss es sitzen, Mann. Und Eiszeit. Ich muss aufpassen. Das sind echt nicht von schlechten Eltern. Jetzt komm, ich hab doch links, rechts, links, du. Ach, scheiß Gamepad, ohne Witz. Größte Billigkack ever. Was hat denn der jetzt gemacht? Ja, toll, weil ja. Ich weiß, das wird kaum jemand verstehen, auch wenn ich es schon tausendmal gesagt habe, aber es liegt wirklich an meinem Gamepad. Könnt ihr mir glauben oder nicht? Jetzt habe ich wieder, hundertprozentig hat er das als rechts oben registriert, nicht als oben. War ja klar. So, jetzt komm, Sado. Oh, oder hau erstmal normal rein, weil ich glaube, der eine sollte dann weg sein, oder? Naja, nicht ganz. Wie aggressiv die kämpfen, ne? Okay, gut. Magic, Vita. Moment. So, jetzt muss er eigentlich diesen Geowurf machen. Ja, jetzt macht das. Pam. Wenn man da keine Kopfschmerzen bekommt, dann weiß ich auch nicht. So, mal gucken, ob ich diesmal die andere Attacke ausprobieren kann und hinkriege. Und... Natürlich nicht, natürlich nicht. So, jetzt muss ich aber echt mal hier. Magie Vita. Also ihr müsst wissen, ich probiere gerade was aus, nämlich Sado hat ja momentan drei Kampftechniken drauf und die eine versucht die ganze Zeit. Moment. Aber wie man sehen kann, vergeblich. Aber extra wegen Final Fantasy jetzt ein neues Gamepad zu kaufen, ist auch doof. Deswegen. Ihr und ich, wir beide, oder wir alle müssen damit leben. Ja, komm. Wir machen jetzt kurz einen Prozess, ist eh nur noch einer. Fertig. Tschüss. Celeste hat irgendwas gelernt. Das wechsle ich mal schnell aus. Jetzt kommen auch langsam die starken Truppen, ne? Oh Gott, was ist das für ein Hund? Ein Bully. Vorsicht, aber das kriegen wir schon hin. Aber sicher doch. Los geht's. Wir müssen nur aufpassen. Sasu, Sasu, geschwächt ihr seid, geschwächt ihr seid. Ja, das sind wir wirklich, wir müssen schnell... unseren Heilungsprozess vorziehen, bevor wir weiterkämpfen.
Und der Junge ist wieder total aggressiv. Knallt hier mit dem Laser, ey. Krass. Aber jetzt kommen langsam die grünen Idioten, die sind stärker. Oder nee, oder waren das die Schwachen? Das waren die Schwachen, ne? Die braunen sind die Starken. Aber gut, gegen die hat man sowieso ein leichtes Spiel. Da man hier einfach mit dem Bioblaster sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Und Vita für Valus. Und beenden wir das Spiel mit einem Bioblaster. Perfekt. Cesado, ich helfe Ihnen. Jetzt bin ich dran. Okay, Mann. Pack mal die zwei. Aber sicher doch, der Herr. Nenn mich Raven. Okidoki. Nichts gestohlen. Ha. Ich will diesen dreckigen Köter irgendetwas wegnehmen. Na komm, kleiner Bulli. Ach, du musst doch irgendetwas besitzen, oder? Ich glaube, das könnte man den kleinen Jungen begeben, weil der mag solche Tiersachen. Ja, das war auch so meine Idee. Okay. Gadgets, Bioblaster. Magie, sofern ich noch dazu kommen sollte, Terra. Unser Zoo darf wieder reinhauen. Zoo getroffen. Zoo getroffen. So, irgendwie hat er noch 7 Schaden oder irgendwas bekommen, keine Ahnung. Aber war es mit seinem Speer nochmal hinterher. Zack, bam. So, die haben keine Chance, ey. Die dürfen einfach nicht zu Espor. Die werden wir aufhalten. Kümmere dich nicht darum, Terra. Okay, wird gemacht. Ich hab's übernommen. Ha. Perfekt, so muss es laufen. Cesado. Ich werde Ihnen helfen. Raven, hilfst du mir? Nenn mich Raven, nicht Raven. Raven. Na gut, ich gebe mir Mühe. Ich habe dem jetzt irgendwas geklaut, aber ich weiß nicht was. Weil du mich total gestört und genervt hast. Ist doch gar nicht wahr. Ja, aber hallo, ich habe mich gerade konzentriert. Aber gut. Beende doch bitte das Spiel. Mitgemacht. Ha, hast du gesehen? Ich habe eine neue Schwerttechnik gelernt. Cesado, übernehmen Sie bitte. Ob die wohl was Wichtiges haben? Naja, besser als nichts. Ich will ausprobieren. Gute Schwertattacke. Auch wenn Zeit kostet. Oh nein, Raven. Boah. Ha, Rache ist süß. Oh nein. Irgendwie attackiert er gerade automatisch, obwohl ich gar nicht aufgeladen war. Aber das ist ziemlich gut. Oh nein. Aber ich habe jetzt nicht, okay, ich verstehe. Ich dachte schon. Oh Mann. Der gute alte Alois hat sein Leben für mich geopfert. Wir müssen uns jetzt echt konzentrieren, verdammt nochmal. Du sagst es, Sado. Los, lass uns kämpfen. Faustwirbel, Mann. Und normaler Angriff. Mal gucken, wie viel der abzieht. Faustwirbel. So. Ja, komm, übertreib nicht. Nein, ach, das habe ich jetzt. Ach, natürlich. Vita, Celes.
So, jetzt nochmal Faustwirbel hinterher. Perfekt. Und Celeste, du darfst jetzt beenden. Naja, oder nicht ganz. Aber ich mach schnell. Der hat's überlebt. Kann doch gar nicht sein. Okay. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Keine Zeit, um auszuruhen. Let's test. Und Magic Vita für Sado. So, damit wäre der Köter schon mal erledigt. Und Blitztech. So. Ach, shit. Mach ich mal Kobold? Was macht Kobold? Verwandelt den Gegner in Kobold, oder was? Schwer! Wie eklig! Okay, Mann, danke, Celeste! Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Okay, entschuldige mich, ich muss mich jetzt schnell heilen. Kein Problem, Mädel. Das sei der Frau immer gestattet. Okay, hey! So. Cesado, ich komme, um Ihnen zu helfen. So, danach müssen wir einen kleinen Cut machen. Wie man schon an der Zeit erkennen kann. Sobald ich diesen Köter und diesen Schwertjäger besiegt habe. Wenn ich es hinbekomme. Na komm, das war jetzt echt perfekt ausgeführt. Also ich habe doch auf meinen eigenen Controller gerade geschaut. So, jetzt komm. Das war jetzt, wenn das nicht perfekt war, dann mal. Das war perfekt, das könnt ihr mir glauben. Oh, ich werde mit dem echt meine Schwierigkeiten haben. Dann hau ich mal normal rein. So, jetzt ist er weg. Jetzt noch diesen Köter. Machen wir schnell mit Eis und normalen Angriff platt. Und dann hat es sich ausgefuttert oder so ähnlich. Okay, ah, ich kann sogar im Kampf pausieren. Dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis dann. Sir Raven, brauchen Sie Energie? Oh ja, das war nicht schlecht, vielen Dank. Kein Problem, und jetzt lassen Sie uns diesen Idioten festnehmen.